Jetzt Peter, warum soll man überhaupt sein Geld in Gold wechseln? Gold hat immer über die Jahrhunderte, sogar über die Jahrtausende die Kaufkraft erhalten. Was heißt das genau? Zum Beispiel 1908, was hat da ein neuer Ford vom Band gekostet? Ein Ford T, überlegen Sie mal kurz. Der hat damals $850 gekostet. Da war die Unze Gold bei $20. Also die Unze, eine Unze ist 31,1 Gramm. Und da hat der Ford $850 gekostet. Das waren. Vielleicht wundert der ein oder andere sich, warum der Peter immer darüber guckt. Der hat sich das dann nämlich aufgeschrieben. Also zurückzukommen, okay. Was hat eine Unze gekostet damals? $20. Okay. Und das heißt, für $850 habe ich wie viel bekommen? Würdest du noch kurz mal nachschauen? 42,5 Unzen Gold okay. Hat man damals bekommen für $850. Stellt euch das mal vor. Jetzt kriegt ihr für $850 wird man eine Unze. Also heute quasi. Also heute. Also das heißt, wenn ich die $850 in den Tresor gelegt hätte, bis heute gewartet hätte, ja, wäre quasi nicht mal eine Unze Gold rausgekommen. Ja, genau. Und jetzt vielleicht die Winterreifen dafür bekommen von genau. Ford. Okay. Aber wenn ich das Gold im Tresor gelegt habe und jetzt raushol, dann kriege ich für die 42,5 Unzen Gold noch locker einen neuen Ford Focus. Der kostet. Was für Auto? Ford Galaxy. Ford Galaxy. Also ist ja scheißegal, ein neues Auto halt. Weil, wenn jetzt die Unze ungefähr bei 1200 ist, dann sind es $42.000. Und circa. Circa. Und da bekomme ich immer noch locker ein neues Auto. Das heißt, dass die Kaufkraft über die Jahrhunderte, über die Jahre erhalten wurde. Man hat zum Beispiel auch immer gesagt, für eine Unze Gold bekomme ich 350 Laibe Brot. Das war schon zu Römerzeiten so. Und ungefähr für 1200 Euro oder $1200 bekommt man immer noch 350 Laibe Brot. Okay. Das heißt, im Umkehrschluss heißt, die Kaufkraft des Goldes bleibt. Die Kaufkraft des Goldes bleibt. Aber was passiert, wenn ihr in irgendeiner Fiat-Währung drin seid, die Kaufkraft schwindet und schwindet und schwindet, der Einkaufswagen wird immer kleiner. Also das heißt, für Vermögensschutz, für Vermögenssicherung ist es zwingend notwendig, in Gold anzulegen? Ja, auf alle Fälle. Okay, nur für den einen oder anderen für euch. Hier steht es schwarz auf weiß. Übrigens hier, als kleinen Tipp. So sieht alter Schmuck aus. Wenn man ihn einschmelzt, das absolut Geile daran ist, wenn man den Schmuck jetzt ungefähr vor 30 Jahren gekauft hat, dann kriegt man mehr Geld jetzt zurück, als man damals dafür bezahlt hat. Wie ist denn das?